Hallo ihr Lieben, ich habe in der letzten Zeit zwei Videos von zwei ganz bekannten YouTubern aus den USA mir angeguckt. Und zwar von Candy Johnson, kennt ihr bestimmt, und von Graveyard Girl. Ich verlinke euch die Videos auch mal in der Infobox. Und da ging es um sogenannte Liptiful Tools, also Werkzeuge, sagen wir es so, mit denen man sich auf natürliche Art und Weise die Lippen vergrößern kann. Da bin ich natürlich hellhörig geworden, ne? Weil, also, ich bin jetzt nicht unzufrieden mit meinen Lippen, aber wenn es dann heißt, auf eine natürliche Art und Weise, bin ich immer dabei. Ne? Das finde ich immer sehr interessant, weil man keine Injektion braucht, keinen Botox und so weiter. Man braucht nur ein, ja, vakuumerzeugendes Gerät, in Anführungsstrichen, was man sich auf die Lippen setzt und ansaugt quasi. Und durch dieses Ansaugen, durch dieses vakuumerzeugenden Effekt soll wohl mehr Volumen in die Lippen gezaubert werden. Weil ich aber keine Lust hatte, mir jetzt irgendwelche teuren, komischen Tools da aus den USA zu bestellen, habe ich mich dann mal in der Wohnung umgeguckt und überlegt, was kannst du ersatzweise für sowas nehmen, was gar nicht erst was kostet. Ne? Dann ist es natürlich und auch noch umsonst, wäre perfekt. Dann habe ich so überlegt und hatte ich ganz doll Durst. Während ich dann so getrunken habe, so rumgeguckt habe, ist mir aufgefallen, das passt doch genau auf die Lippen. Und zwar hier, der Deckel von so einer Flasche. Genau, das werden wir jetzt auch einfach mal zusammen ausprobieren. Beziehungsweise ich habe es ja schon probiert und habe einen Effekt gesehen. Und das würde ich euch jetzt gerne zeigen. Es ist natürlich ein bisschen verrückt eigentlich sowas, aber wieso nicht? Genau, wieso nicht? Also das sind jetzt meine Lippen vorher. Ich bin wirklich nicht unzufrieden, also ich finde sie ganz schön, aber naja, einfach mal ausprobieren. Dann nehmen wir uns halt den Deckel, spitzen die Lippen und setzen den Deckel drauf, warten ein paar Minuten, bewegen so ein bisschen nach rechts und links und nach oben und so weiter. Also ich habe das jetzt mal so 5 Minuten gemacht. Ja, und dann, pass auf, sieht man den krassen Effekt. Also ist schon, hab mich schon gefühlt wie Kylie Jenner oder so. Vor allen Dingen, wenn man dann noch Lipgloss aufträgt, kommt das Ganze natürlich auch extrem zur Wirkung, wie man sieht. Also es ist wirklich, ja, also es ist wirklich krass, einfach nur durch dieses Ansaugen. Ja, so schaut das dann aus. Es hält natürlich nicht ewig, also nur so ein paar Minuten, aber ja, dazu werde ich auch gleich noch was sagen. Ja, wie gefällt euch das soweit? Ich habe mich, wie gesagt, schon gefühlt wie Chiara Ohofen oder so, wie man hier sieht. Aber ich war echt begeistert, muss ich sagen. Ja, ihr Lieben, das war jetzt meine Demonstration, wie dieses Prinzip funktioniert. Sagt mir mal, wie ihr das findet. Also ich finde es irgendwie ein bisschen verrückt, aber der Effekt ist schon krass, weil man danach wirklich aussieht, als hätte man irgendwie so eine Lippen-OP gehabt oder so. Jetzt natürlich die Frage, wie lange hält das? Also in meinem Fall hat es immer nur ein paar Minuten gehalten. Aber ich meine, wenn man so einen Effekt mal für ein Bild haben will oder so, ist das ja auch schon ganz cool. Allerdings haben die Hersteller von diesen Liptiful Tools gesagt, dass wenn man das regelmäßig macht, dass sich die Lippe tatsächlich durch den Aufbau der Muskulatur und so weiter auch längerfristig gesehen vergrößert. Das kann ich euch jetzt natürlich noch nicht berichten, weil ich es noch nicht so lange mache und ich weiß auch nicht, ob ich es schaffen würde, jeden Tag daran zu denken, das zu machen. Ich habe es jetzt ein paar Mal vorm Schlafengehen gemacht und dann dick Lippenpflege über Nacht drauf gemacht und am nächsten Morgen waren die wirklich sehr schön durchblutet, sehr voll und gepflegt. Also so ganz schlecht kann es nicht sein. Man darf es natürlich nur nicht zu sehr übertreiben, dass man da irgendwie, was weiß ich, blaue Flecke von bekommt oder so. Generell finde ich es ganz lustig, kann man ja einfach mal ausprobieren. Es geht ja auch wieder zurück. Also ich merke jetzt schon nach ein paar Minuten, dass es nicht mehr so voll sich anfühlt, wenn man seine Lippen aufeinander drückt, als kurz danach. Wollte ich euch einfach mal zeigen, weil ich es so verrückt, aber auch cool finde. Und sag einfach bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.